Klimaveränderung, ich sagte es ja schon, Klimaveränderung hat es immer gegeben und die haben natürlich auch ihren Effekt auf die Pflanzen und natürlich auch auf die Tierwelt. Schauen wir uns nur mal jetzt hier die letzte Eiszeit an. Wir hatten ja insgesamt sechs Eiszeiten. Die letzte Eiszeit ging so ungefähr 10.000 vor Christus zu Ende, die Würmeiszeit. Und wir sehen hier sehr schön die Vergletscherung Skandinavien, Teile Deutschlands bis in die Mitte ungefähr. Dann die Gebirge, die alpine Vergletscherung und diverse andere Gebirge. Und hier sehen wir Kältewüste. So sah es vielfach aus. Also eine extrem geringe Biodiversität. Das ist ein Bild von Grönland im Übrigen. Aber auch da gibt es natürlich ganz besondere Organismen, zum Beispiel Diatomeen, Kieselalgen, die an diese Lebensräume angepasst sind. Ja, oder die Tundra. Im Prinzip vor etwa 15.000 Jahren sah die Umgebung von Koblenz nicht anders aus. Eine Tundra, wie wir sie heute in Norwegen haben. Oder die borealen Nadelwälder, die größten Wälder im Übrigen der Erde, wesentlich größer als die tropischen Regenwälder, wenn auch bei weitem nicht so artenreich. Hier ein Bild aus Kanada, aber Sie können auch nach Skandinavien oder Nordrussland fahren und sehen das Gleiche. Ja, und was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Flora? Jeder kennt im Frühjahr, im Februar, im März blühend diese wunderbaren Magnolien. Die kommen aus Nordamerika oder aus Japan und China. Warum? Schauen Sie sich die Verbreitung der Magnoliengewächse an. Sie sehen hier rot, das sind die ausgestorbenen, also die fossilen Nachweise, und die gelben sind die real vorkommenden Magnolien. Wir sehen also hier im Osten von Nordamerika, Mittelamerika und dann wieder hier China, Japan bis nach Südostasien. Warum sind die in Mitteleuropa ausgestorben? Ganz einfach. In Nordamerika oder auch in Asien streichen die Gebirge von Nord nach Süd. Das heißt, die Arten konnten entlang der Gebirge nach Süden in günstigere Bereiche, klimatisch günstigere Bereiche, sogenannte Refugialgebiete ausweichen. In Mitteleuropa stießen sie an die Alpen und damit war Schluss. Am Fuße der Alpen konnten sie nicht mehr ausweichen und sind dann mit den Eiszeiten ausgestorben. Bei den Frauenschuhen ist es im Prinzip ähnlich. Hier unsere heimische Frauenschuh-Orchidee, von der es noch ein einziges Vorkommen in Rheinland-Pfalz im Mittelrheintal gibt. Das ist da auch fotografiert. Dann haben wir die südostasiatischen Frauenschuhe aus der Gattung Paphiopedilum, die Sie in den Blumengeschäften kaufen können. Dann hier die südamerikanischen Vertreter der Gattung Phragmipedium, die Sie auch in den Blumengeschäften ab und zu angeboten bekommen. Schauen wir uns die Gesamtverbreitung an. Wir sehen hier die holarktische, also Nordamerika, Europa, Nordasien, Kypripedium, also die Gattung, die auch bei uns vorkommt. Dann haben wir hier rötlich gefärbt Paphiopedilum, die südostasiatischen Frauenschuhe, die dann bis Südindien gehen. Dann haben wir hier in Südamerika Phragmipedium und Selenipedium und dann noch so in Mexiko, an der quasi kurz vor dem heutigen Panamakanal, Mexipedium. Und Sie sehen Afrika. Da kommen wir noch mal kurz drauf, war von den Klimaveränderungen so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass da überhaupt kein Frauenschuh vermutlich überlebt hat. Und daher haben wir diese Verbreitung, die ja auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgeht. Oder ein anderes schönes Beispiel, die Silberwurz, die Sie vielleicht aus Steingärten kennen oder vom letzten Alpenurlaub, Dryas octopetala. Es gab ja in den Eiszeiten mal eine Dryaszeit, wo die Art extrem weit verbreitet war. Und das ist die Verbreitung heute noch in Skandinavien weit verbreitet. Die Alpen sind jetzt nicht drauf, aber Sie sehen hier im Bereich von Dänemark, Norwegen, Südschweden Bereiche, wo so nur halb gefärbte Kreise eingezeichnet sind. Das sind fossile Vorkommen. Da kam die Art mal vor und ist mit der Erwärmung nach der Eiszeit ausgestorben. Oder das stängellose Leimkraut, auch das kennen Sie aus den Alpen wahrscheinlich, Silena caulis, so ein kleines Polster. Und schauen Sie sich die Verbreitung an. Klar, Skandinavien, also die ehemals vereisten, vergletscherten Gebiete. Das sind im Prinzip glaziale Refugialgebiete, wo die Art, die es ja dann eher kalt mag, überleben konnte. Also wir sehen die hier in Island, in Schottland, in Skandinavien, dann wieder in den Gebirgen, Pyrenäen, Alpen, Karpaten, Apennin und dann im Peloponnes, in den hohen Gebirgen. Das sind ganz typische Muster für viele Arten in den Alpen. Oder ganz klassisch das König-Karls-Zepter hier bei Oberammergau fotografiert. Ein Sommerwurzgewächs, ein Halbschmarotzer, der immerhin bis zu 1 Meter hoch werden kann, extrem selten und streng geschützt. Das Vorkommen hier hat immerhin fast 500.000 Pflanzen. Da ist es nochmal eine meiner Lieblingspflanzen im Übrigen. Beschrieben von Linné aus Schweden.
Karls Zepter bezogen auf den schwedischen König Karl. Und da sehen wir die Verbreitung. Sie sehen, rosa gefärbt, das ist das geschlossene Areal, auch wieder alte Vergletscherung. Und dann sehen wir so einzelne Punkte, also in Südskandinavien sind vereinzelte Vorkommen, dann in Mecklenburg, in Deutschland, dann erst wieder im Alpenvorland, in den Alpen selber nicht. Also auch eine Art, die bei stärkerer Klimaveränderung, also bei Erwärmung, vermutlich zurückgehen, wenn nicht komplett verschwinden wird, zumindest mal in ihren Außenposten. Oder ein anderes Beispiel, wo sich sozusagen eine Art von Artbildung, zumindest auf dem Unterartniveau, heute zeigt, bei den arktischen Monen. Hier ist Papaver radicatum, Subspezies Oxendalense, nach dem Oxendal, ein kleines Tal in Norwegen, da vorne steht er. Und das ist Papaver radicatum, Subspezies Subclobosum. Und das hat man ziemlich genau untersucht. Und Sie sehen hier, ich will gar nicht diese ganzen Arten hier runterbeten, aber Sie sehen, jeder Punkt und jede Farbe steht für eine andere Unterart dieses Komplexes, die natürlich aus einem gemeinsamen Vorfahren hervorgehen und dann durch Isolation, also durch die Erwärmung, sich nur in ganz bestimmten kleinen inselartigen Gebieten haben halten können. Ja, gehen wir jetzt nach Mitteleuropa, habe ich Ihnen ja schon angekündigt, die Florenelemente in Mitteleuropa und ihre Anfälligkeit. Zunächst einmal die atlantisch-ozeanischen Arten. Das ist die Moorlilie, deren nächste Vorkommen bei uns hier im atlantischen Westerwald, also so bei, ja, nördlich von Bad Hönningen im Prinzip bis Linz dann in so sehr niederschlagsreichen Gebieten zu finden sind. Wir sehen eine ganz klare Grenze, die im Übrigen der 1 Grad Januar-Isotherme ungefähr entspricht. Und hier Moore sind natürlich auch solche typischen Lebensräume. Und es gibt zumindest Prognosen, dass die Arten der Moore und die atlantisch-ozeanischen Arten durch den Klimawandel gewinnen könnten. Also hier ein typisches Torfmoos aus den Mooren, das mittlere Torfmoos, das man sehr leicht an dieser beinahe weinroten Farbe erkennen kann. Oder die Rosmarinheide, ein Heidekrautgewächs. Ebenso wie die Moosbeere, Vaccinium oxycoccus, deren nächste Verwandte Sie ja wahrscheinlich als Cranberry kennen und deren Früchte Sie dann noch essen. Also das Torfmoosknabenkraut, das in der Warner Heide beschrieben wurde und das heute nur an wenigen Stellen in Deutschland und Belgien wächst. Die könnten möglicherweise gewinnen, immer vorausgesetzt, die Niederschläge steigen oder bleiben zumindest so. Die Montanarten gehören ganz klar zu den Verlierern. Das sind die Arten der höheren Bergregionen und wir werden das gleich sehen. Die haben natürlich dann gewaltige Verluste. Hier sehen wir den europäischen Siebenstern im Übrigen, das Symbol des Naturschutzes in Belgien. Wenn Sie in Belgien ein Naturschutzgebiet betreten, sehen Sie immer diesen Siebenstern, ein Primelgewächs, das wir hier zunächst an einer Stelle auf der Montabaurer Höhe, dann hier eben in der Schneifel, im Hohen Venn und im Nationalpark Hunsrück-Hochwald haben. Und da ist ganz klar, also wenn die Temperaturen ansteigen, werden diese montanen Arten ja dann im Prinzip immer weiter nach oben ausweichen müssten, zurückgehen. Und irgendwann ist Schluss. Gleiches gilt für das Weißzüngel, das noch vor ein paar Jahren bei Niederelbert hier im Westerwald vorkam. Eine kleine unscheinbare Orchidee, also die ist gerade mal so 10 bis 15 Zentimeter groß, aber eine große Kostbarkeit in Rheinland-Pfalz, möglicherweise sogar schon ausgestorben. In den letzten Jahren haben wir sie zumindest in Niederelbert nicht mehr wiederfinden können. Da sieht man nochmal die Blüten, die gerade mal so ein paar Millimeter groß sind, aber von der Nähe betrachtet natürlich wieder wie alle Orchideen ästhetisch. Oder die Arnika, eine alte Heilpflanze, die Sie wahrscheinlich von diversen Salben her kennen. Und das größte Vorkommen nördlich des Mainz ist auf der Fuchskaute hier im nahegelegenen Westerwald. Aber auch das ist eine Art, die mit Sicherheit durch den Klimawandel zu den Verlierern gehört. Wobei, da greife ich jetzt schon vor, hier auch natürlich Eutrophierung und übermäßige Nutzung von Wiesen eine weitere Rückgangsursache sein kann. Ja, die alpinen Arten und Glazialrelikte, auch die natürlich gefährdet. Wir sehen hier in diesem Schema, was passiert. Wenn wir auf der einen Seite eine extreme Abkühlung haben in den Eiszeiten, dann sinken die Höhenstufen der Gebirge. Die kennen Sie aus den Alpen, wenn Sie mal in den Alpen spazieren gegangen sind. Wir haben die montane Stufe unten, die alpine und dann die nivale Stufe, wo wir keine geschlossene Vegetation mehr haben, sondern eben praktisch hier nur noch offene Vegetation mit einzelnen Polstern. Dann unter den Umständen, die wir jetzt haben, haben wir unten das Tiefland, dann die montane Stufe mit Buchenwäldern, mit Fichtenwäldern, dann die alpine Stufe mit den Matten oberhalb der Baum- und Waldgrenze und die nivale Stufe. Und bei Erwärmung natürlich ist klar, dann entfällt die nivale Stufe. Irgendwann ist es zu warm und die Arten, die es eben, wenn es extrem kalt
brauchen, können dann gar nicht mehr überleben, weil sie irgendwann die Spitze des Berges erreicht haben. Und dieses Schema gilt natürlich universell. Und so haben wir hier in der Nivalenstufe eben offene Standorte. Und die Arten der Nivalenstufe werden auf Dauer möglicherweise gefährdet sein. Hier das Kohlröschen, eine kleine Orchidee. Aus dieser Gattung gibt es in den Alpen allein ungefähr 25 verschiedene Arten. Hier ist unser heimisches, in Deutschland auch vorkommendes Kohlröschen, das im Übrigen ganz stark nach Vanille duftet, was einen jetzt auch nicht wundert. Doch die Vanille ist ja bekanntermaßen eine Orchidee. Oder der Gletscherhahnenfuß, das ist der Rekordhalter in Europa, was die Höhe angeht. In den Alpen noch über 4000 Meter hoch wachsend. In Skandinavien dann entsprechend natürlich Massenerhebungseffekt als Stichwort weiter unten wachsend. Das ist auch eine Art, die möglicherweise dann stark zurückgehen, wenn nicht sogar aussterben wird. Oder Glazialrelikt, den ehemaligen Gletschern, das ist der Feldsee unterhalb des Feldbergs. Das war mal ein Gletscher, da haben wir heute einen Karsee und der sieht erstmal nicht spektakulär aus, aber da gibt es was ganz Besonderes, nämlich einen Farn, der grasartig aussieht, das Braxenkraut. Und hier wird darauf hingewiesen, dass der eben extrem bedroht ist. Man darf also da nicht baden oder rumlaufen, um das nicht zu stören. Aber da wächst es, sieht aus wie Gras, wächst submers, unter Wasser. Und da ist mal eins hier angeschwemmt worden. Da sieht man auf der Verbreitungskarte, die blauen Punkte sind ehemalige Vorkommen. Schon jetzt sind die Vorkommen in den ehemaligen Gletschergebieten in Norddeutschland verschwunden, auch in Bayern. Und nur im Feldsee und im Titisee in Schwarzwald gibt es noch rezente Vorkommen. Und natürlich ist klar, wenn sich das Ganze weiter erwärmt, werden auch die verschwinden. Ja, die pontische mediterrane Art, ich sagte vorhin schon, das sind die Gewinner des Klimawandels. Und hier haben wir die beiden Wege. Nach dem Ende der Würmeiszeit, die habe ich Ihnen ja eben gezeigt, mit den großen Vergletscherungen, gab es eine Wärmeperiode. Und in der Zeit wanderten die pontischen Arten aus dem Pontus Euxinus, also aus dem Schwarzen Meer, über die Donau nach Mitteleuropa ein. Und gleichzeitig wanderten die mediterranen Arten über die Rhone und die burgundische Pforte hier auch in Mitteleuropa ein. Und hier bei uns im Mittelrheintal zum Beispiel trifft sich das auch alles. Hier das Bergsteinkraut. Da sehen Sie hier das nördlichste Vorkommen bei Bonn, rot gefärbt. Und da ist die Nordgrenze. Da sieht man hier das Donautal unten. Dann sieht man hier Mittelrhein und Nahetal, Teil des Mains. Da ist die Art nochmal, blüht sehr früh im Frühjahr, meistens schon im März. Und die kann man dann, auch wenn man die Nahe entlang fährt, schön, aber auch am Mittelrhein, schön in den Felsen, leuchtend gelb blühen sehen. Ein Lebermoos sieht eher unscheinbar aus. Das kann man auch geruchlich sehr gut sehen. An heißen Tagen riecht es ganz stark nach Zitrone, Mania fragrans. Fragrans bedeutet wohlriechend. Auch die Art ist über die Donau hier nach Mitteleuropa eingewandert, das nördlichste Vorkommen, wieder bei Bonn im Siebengebirge. Oder die Sandlotwurz, das ist eine Art, die jedem Botaniker bekannt ist, gehört zur Familie der Borretsch-Gewächse. Sie kennen den Borretsch vielleicht als Küchenkraut. Und das ist die Verbreitung in Deutschland, nämlich in einem Wärme- und Trockengebiet, dem Mainzer Becken. Und heute haben wir noch zwei Vorkommen in ganz Deutschland, im Mainzer Sand und im angrenzenden Lennebergwald. Und die nächsten Vorkommen sind erst wieder am Neusiedler See. Und je weiter sie dann nach Ungarn kommen, desto häufiger wird die Art. Da kommt die her. Das sind nochmal die Blüten. Man sieht, das sieht tatsächlich wie so ein Beinwell auch aus. Oder eine Orchidee aus dem mediterranen Bereich, die Hummelrakwurz, Ophrys holosericea, die zum Beispiel hier am Koppelstein bei Lahnstein wächst und die wahrscheinlich auch jetzt wieder zunimmt, wobei da natürlich antagonistisch auf der anderen Seite die mangelnde Pflege oder der starke Nährstoffeintrag der Halbtrockenrasen dem entgegensteht. Die Art ist ganz witzig, denn die Unterlippe sieht ja aus wie so eine Hummel. Der deutsche Name Hummelrakwurz suggeriert das ja auch. Und was hat es damit auf sich? Ganz einfach. Die Art hat eine geradezu einzigartige Weise, Bestäuber anzulocken. Sie imitiert nämlich mit ihrer Unterlippe oder mit der ganzen Blüte eigentlich ein Wespenweibchen. Das heißt, die Hummelrakwurz, der deutsche Name, ist entstanden, als man diese Zusammenhänge, die erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts überhaupt erforscht wurden, noch nicht kannte. Aber die Insektenähnlichkeit fiel schon immer auf. Diese Hummelrakwurz lockt also bestimmte Wespenarten an, und zwar die Männchen, die etwas früher schlüpfen als die Weibchen. Und wenn sie dann eben schlüpfen, sind noch keine Weibchen da. Normalerweise sitzen die Weibchen kopulationsbereit an Grashalmen. Jetzt sind aber keine Weibchen da, aber diese Orchidee imitiert auch
das spezifische Pheromon, den spezifischen Sexuallockstoff des Wespenweibchens. Für jede Art, es gibt ungefähr 350 verschiedene Ragwurzarten, die meisten davon im Mittelmeergebiet. In Deutschland sind es gerade mal 6. Und was passiert? Das Männchen, sagen wir mal, ist kopulationsbereit, findet kein Weibchen und kopuliert mit den Attrappen, mit diesen Blüten. Und bei der Gelegenheit bekommt es dann die Pollenpakete aufgedrückt, sieht, dass das also offensichtlich ja nicht funktioniert, fliegt dann zur nächsten Blüte und streift dort an der Narbe die Pollenpakete ab. Also eine ganz anthropomorph gesprochen raffinierte Methode, jetzt die Bestäuber auch zu täuschen. Die kriegen ja keine Belohnung. Die werden getäuscht, die denken, es ist ein Weibchen, aber es ist eben nur eine Attrappe. Jetzt gibt es noch eine Ragwurzart, die Bienenragwurz, die schon Charles Darwin in seinem berühmten Buch 1875 über die Mechanismen der Bestäubung von Orchideen beschrieben hat. Und da ist der Bestäuber offensichtlich ausgestorben. Wir sehen auf dem rechten Bild, dass sich die Pollenpakete runter auf die eigene Narbe neigen. Das heißt, die Orchidee ist zur Selbstbestäubung übergegangen. Und Charles Darwin schrieb 1875, er hätte gerne eine Zeitmaschine, um zu sehen, wie sich diese Art in 100 oder 200 Jahren entwickelt. Ja, was kann ich Ihnen sagen? Das ist wirklich ein Erfolgsrezept. Trotz Selbstbestäubung und trotz fehlenden genetischen Austausches ist diese Art in Ausbreitung begriffen. Sie sehen hier die roten Punkte. Das sind im Prinzip die Neufunde in den letzten 20 Jahren. Also die Art breitet sich aus. Und diese Bilder habe ich natürlich auch schon vor einigen Tagen, als ich den Vortrag zusammengestellt habe, hier entsprechend in den Vortrag eingebaut. Und jetzt kommt etwas ganz Witziges. Sie sehen, heute um 17.30 Uhr auf dem Weg hierhin zum Vortragssaal sind wir beide, meine Kollegin und ich, am Löhr Center vorbei und ich stutze und siehe da. Sie werden es so nicht direkt erkennen können, da steht eine Bienenragwurz mitten in Koblenz am Löhr Center. Und da nochmal der Beweis, da vor meinem linken Knie ist das Exemplar und hier ist nochmal das entsprechende gutes Stück dann mit der letzten Blüte. Die Art müsste eigentlich jetzt auch bald verblüht sein. Also ganz offensichtlich eine Ausbreitung. Ich komme ja da regelmäßig lang. Ich habe die noch nie gesehen. Das erste Mal. Also eine Art, die wirklich in Ausbreitung begriffen ist. Da der Beweis. Und Sie sehen, wenn Sie mich nachher in Totale sehen, das ist wie gesagt vor knapp anderthalb Stunden fotografiert. Ja, eine andere Orchidee, das Pyramidenknabenkraut oder Pyramidenorchis. Genau das Gleiche, auch hier ganz kleine Ausbreitung. Das ist nur mal die Ausbreitung bis 2000. Inzwischen kamen noch weitere Fundpunkte dazu. Das sind ganz klare Gewinne des Klimawandels. Also die sind in der Lage, das gut zu verkraften. Ja, ich habe vorhin schon bei der Annika gesagt, also es ist manchmal schwer, die Effekte des Klimawandels und die Effekte des Einflusses von entweder Nährstoff, also Düngung oder auch einfach nur Eutrophierung über die Luft. Inzwischen sind ja so viele Stickstoffe in der Luft. Denken Sie an die Gülle, die überall hier versprüht wird und deren wegen wir auch in der EU ja Probleme haben. Und natürlich auch der Einfluss von Luftschadstoffen. Und beides ist eben schwer vom Klimawandel zu trennen. Ich zeige Ihnen das mal hier beim Wanzenknabenkraut. Das ist eigentlich auch eine wärmeliebende Art. Trotzdem, das Bild ist nicht in Deutschland gemacht, das habe ich in Georgien fotografiert. Sie sehen die Verbreitungskarte. Rezent gibt es die nur noch in einem kleinen Bereich im Alpenvorland. Sonst ist sie in Deutschland ausgestorben. Aber an den Punkten sehen Sie, sie war hier gar nicht selten. Sie kam auf der Festung Jan Breitstein vor, im Westerwald, im Wiedtal, bei Bonn. Und alte Belege, dafür haben wir, das werden wir gleich noch sehen, hier sind nochmal die Blüten im Detail, haben wir Herbarien, das rheinische Herbar, das eben ein Archiv von Pflanzen ist, das seit über 200 Jahren zusammengetragen wurde und damit auch ein wichtiges Archiv der Biodiversität, das Rheinische Herbarium, wo die Pflanzen dann eben hier gesammelt wurden und das Rheinische Herbarium gehört zum Naturhistorischen Verein der Rheinlande und Westfalen. Wenn wir mal ein bisschen näher rangehen, sehen wir hier, das ist ein Beleg von Pützchen, Sie kennen vielleicht Pützchens Markt bei Bonn, das ist da gesammelt, da war die Pflanze wohl häufig. Oder hier hinter Pützchen auf feuchten Wiesen. Ja, 1894. Aber, obwohl die Pflanzen hier schön mit Knolle ausgerupft wurden, wieder bei Pützchen, ist das Aufsammeln nicht der Grund für das Verschwinden, sondern es hängt wahrscheinlich mit Veränderung auf der einen Seite eben der Wiesenwirtschaft, starke Überdüngung, Intensivierung zusammen und möglicherweise auch schon mit dem Klimawandel. Wir wissen es nicht. Aber ein schönes Beispiel. Wir haben hier so einen Halbtrockenrasen mit Orchideen, in dem Fall dem Purpurknabenkraut. Das sind nährstoffarme Lebensräume.
Und in der Biodiversitätsforschung sagt man ja, nährstoffarm bedeutet extrem artenreich. Denken Sie an Regenwälder, denken Sie an das Great Barrier Reef, das ja auch gerade jetzt wegen Klimawandel in den Schlagzeilen ist. Geringe Ressourcen, artenreich. Mehr als 30 Arten von Blütenpflanzen pro 25 Quadratmeter. Und das ist so eine schöne Wiese, wie man sie wunderbar überall sieht, schön grün mit gelben Blüten. Jeder findet das ästhetisch. Da wächst nur Löwenzahn. Nährstoffreiche Fettwiesen, hohe Ressourcen, artenarm, weniger als 10 Arten pro 25 Quadratmeter. Also das sieht zwar schön aus, ist aber von der Biodiversität her eine Vollkatastrophe. Da haben wir es nochmal, Magerrasen, Fettwiese. Artenreich und artenarm. Und da spielt eben nicht nur der Klimawandel, sondern eben auch natürlich die Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Und das alles sind Faktoren, die natürlich dann entsprechend hier einwirken. Oder die niederen Pflanzen, die Flechten und die Moose, die natürlich auch viel schneller auf Umweltveränderungen reagieren als zum Beispiel Blütenpflanzen. Ein Baum braucht ewig oder selbst eine Orchidee, aber die haben ja teilweise sehr kurze Lebenszyklen, Generationszyklen und können sehr schnell auf Umweltveränderungen reagieren. Und hier haben wir mal ein erfreuliches Beispiel, die grüne Lungenflechte. Sie sehen schon, Lobaria virens. Es gab mehrere Vorkommen vor 1860, die sind lange verschwunden. Dann gab es das letzte Vorkommen 1903 auf Rügen. Und 2007 haben wir die Art dann hier im Lahntal wiedergefunden. Das war natürlich eine Sensation. Das ist das heutige Verbreitungsgebiet. Wir haben sie bisher noch nicht woanders gefunden. Aber hier, da sehen Sie Frau Killmann am 23. November 2007, eben Wiederentdeckung von Lobaria virens, durchaus in großen Beständen. Alles, was so grün ist, das ist die grüne Lungenflechte. Eben nach über 100 Jahren, nachdem die Art als ausgestorben galt. Da ist er nochmal. Ja, kommen wir auf das, was Herr Hergert schon am Anfang ja gesagt hat, naturnahe Wälder. Also es wird ja immer wieder gesagt, der Wald stirbt natürlich, sieht man absterbende Fichten. Die Fichten, die ja hier auch nicht hingehören und die ja von Natur aus nur in den Höhenlagen von Harz, Fichtelgebirge, Schwarzwald und den Alpen vorkommen. Das ist vollkommen klar, dass die sich hier auf Dauer nicht werden halten können. Aber was ist mit der Buche? Es wird ja gesagt, die Buche stirbt. Die Buche ist unser klimatischer Waldbaum. Wir haben hier als klimatische, natürlich das großklimabedingte Waldgesellschaft eben die Buchenwälder. Und das will ich versuchen, Ihnen jetzt hier mal zu zeigen. Das ist so ein schöner naturnaher Buchenwald. Wir müssen jetzt wieder unterscheiden zwischen Holzplantagen. Was will die Forstwirtschaft? Die Forstwirtschaft will natürlich möglichst hohen Gewinn aus den Wäldern ziehen. Das heißt, da wird geschlagen, da wird rausgehauen, da wird das Mikroklima drastisch verändert. Hier in so einem Wald ist die Buche durchaus belastbar. Wir haben also eine sehr hohe Resilienz und das kann man auch eigentlich an einer Reihe von Publikationen schön zeigen. Ich greife nur mal zwei heraus aufgrund der Kürze der Zeit, die mir heute zur Verfügung steht. Das eine ist von Norris und Mitautoren, unter anderem Pierre Ibisch aus Eberswalde, 2012 im Journal of Applied Ecology publiziert. Ja, bekannt ist ja, belastbare und funktionelle Landschaften sind eben essentiell für die Anpassung an den Klimawandel. Und belastbare Ökosysteme haben eine komplexe Struktur und eine hohe Biomasse sowie ebenfalls eine hohe funktionale Diversität. Und Wälder, die genau diese Eigenschaften haben, haben kühlere Oberflächentemperaturen bei extremeren Wetterbedingungen, wie wir sie ja heute schon wieder bei fast 31 Grad haben. Also alte, naturnahe Wälder können Oberflächentemperaturen effektiver abschwächen als Pflanzungen heimischer Bäume, auch Buchenforste. Heimische Bäume werden hier gepflanzt, aber es sind kleinflächige Bereiche. Wir haben häufig keinen dichten Kronenschluss, wir haben ein verändertes Mikroklima und natürlich leiden die dort, das ist klar. Während naturnahe Wälder diese Probleme nicht haben, also eine wesentlich höhere Resilienz. Man kann nicht sagen, die Buche stirbt unter dem Klimawandel. Man kann auch nicht postulieren, dass wir jetzt auf einmal mediterrane Arten anpflanzen sollten, wie das ja teilweise schon geschehen ist. Also in alten naturnahen Wäldern hat man eben deutlich niedrigere Temperaturen gemessen als in den entsprechenden Forsten, wohlgemerkt mit der gleichen Baumart. Also alte naturnahe Wälder sind wettbewerbsfähiger und stressresistenter als intensiv genutzte Wälder. Und natürlich haben wir, soweit das Auge schaut, intensiv genutzte Wälder, was einfach durch die das Überhandnehmen der Forstwirtschaft bedingt ist. Wir müssten viel mehr Wälder aus der Nutzung rausnehmen. Das ist eigentlich die
ich will mal sagen, Take-Home-Message hier raus. Natürlich, wenn alle Förster jetzt aufschreien, das ist vollkommen klar. Aber wir müssen das machen, wenn wir unsere Buchenwälder erhalten wollen. Und ein weiterer Artikel, der zu dem Thema ganz neu, ganz frisch publiziert ist, von Zellweger und Mitautoren 2020 in dem renommierten Journal Science. Das ist ja wie Nature, sozusagen, wenn man in Nature und Science publiziert, dann ist man geadelt in der Wissenschaft. Klimawandel, das ist klar, verursacht Verschiebungen in biologischen Gemeinschaften zugunsten von wärmeaffinen Arten. Ich habe Ihnen ja so ein paar Arten vorhin gezeigt, bei den pontisch-mediterranen Orchideen beispielsweise. Also die sogenannte Thermophilisation, wie das so schön heißt. Und Mikroklimadynamik in den europäischen Wäldern, die man untersucht hat, zeigen jetzt nun, dass diese Thermophilisation und die darauf folgenden klimatischen Verzögerungen, die Pflanzen reagieren nicht direkt, sondern mit einer gewissen Verzögerung, in den Waldgesellschaften primär eben über das Mikroklima kontrolliert werden. Mit anderen Worten, also die zunehmende Bedeckung des Kronenraumes, des Canopy, wie das auf Neudeutsch, auf Englisch so schön heißt, reduziert die Erwärmungsraten innerhalb des Waldes drastisch. Und der Verlust von Kronenbedeckung im Umkehrschluss führt dagegen zu steigender lokaler Erhitzung, zu den entsprechenden Schädigungen, die wir eben jetzt bei den Buchen beispielsweise sehen. Also hier haben wir nochmal so einen schönen Buchenwald, in dem man auch schon, ohne auf die Details einzugehen, die Biodiversität, auch hier der Krautschicht, eigentlich sehr schön erkennen kann. Hier ist nochmal die Rotbuche, unser klimatischer, klassischer Waldbaum, Fagus sylvatica, hier mit den männlichen Kätzchen, den männlichen Blütenständen im Frühjahr. Haben Sie alle schon mal gesehen. Und wenn wir uns die gesamtverbrauchende Buche anschauen, sehen wir auch, dass natürlich Deutschland mit die größte Verantwortung weltweit für den Erhalt der Rotbuche hat. Das macht man sich so nicht ganz klar. Die geht gerade mal jetzt bis Südskandinavien und Südengland. Und je weiter Sie nach Osten kommen, desto stärker ist die Art auf die Höhengebiete beschränkt. Wenn Sie nach Ungarn fahren, werden Sie von den Botanikern dort mit Begeisterung empfangen, wenn Sie dort hier ihre Rotbuchenwälder anschauen. Für uns sind die pontisch-mediterranen Arten, die wir hier als Raritäten haben, viel anschaulicher und spektakulärer, aber für die Kollegen dort ist die Buche somit das Seltenste, was sie haben. Und Sie sehen hier, auch in den mediterranen Gebirgen haben wir die Buche. Ebenso fallen natürlich auch andere Waldgesellschaften in diese Kategorie, wie die Schluchtwälder aus Ahorn und Eschen, die wir hier zum Glück noch in großer Menge in den Seitentälern von Lahn, Mosel und Rheintal haben. Da haben wir hier zum Beispiel den Baibach an der Mosel, ganz nahe von hier. Und hier wegwachsen also Pestwurzarten, hier in der Mitte. Oder das Silberblatt, Lunaria rediviva, ein Kreuzblütler, die hier in Blüte, dessen Fruchtstände hier mit der falschen Scheidewand, die nachher übrig bleibt, wenn die eigentlichen Fruchtwände abgefallen sind, auch als Zierpflanze dann in Trockensträußen dient. Ist entsprechend selten und diese Schluchtwälder gehören auch zu den Prioritäten Fauna, Flora, Habitat, Richtlinienarten bzw. Lebensräumen. Oder der platanenblättrige Hahnenfuß, den finden Sie in den Alpen, den finden Sie aber auch im Gelbachtal oder nicht weit vom Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Eine weißblühende Hahnenfußart mal zur Abwechslung, die immerhin so 1,5 Meter hoch werden kann. Oder die weiße Pestwurz im hohen Westerwald in der Eifel. Und dementsprechend haben wir hier natürlich dann die Standorte, die noch stärker wahrscheinlich gewinnen werden, nämlich Traubeneichenwälder, die wir gerade hier im Mittelrheintal, wenn Sie den Rheinhöhenweg entlanglaufen, in großer Menge haben. Und was hier wie ein anthropogener Niederwald aussieht, findet sich hoffentlich offenbar an sehr steilen Hängen, die forstwirtschaftlich zum Glück, muss man sagen, nicht genutzt werden. Hier ist tatsächlich häufig der Hauptstamm abgestorben. Das führt dann zu diesem Ausschlag von Seitentrieben, eigentlich ein typischer Effekt, den wir sonst von genutzten Niederwäldern finden und kennen. Hier wächst auch im Mittelrhein an einer Stelle, dann im Nahetal, die mediterrane Pflaumeiche, sozusagen extrazonal. Die haben wir im Mittelmeergebiet und die findet sich hier an wärmebegünstigten Standorten, meistens Südhängen. Und die kann man auch leicht von den anderen Eichenarten unterscheiden, nämlich, der Name sagt ja schon, Quercus pubescens, die flaumig behaarte, die Pflaumeiche. Wenn Sie die Blätter näher anschauen, werden Sie feststellen, dass die vor allem auf der Unterseite ganz leicht und flaumig behaart sind. Daran können Sie die mit traumfantlicher Sicherheit sofort erkennen. Dann haben wir natürlich dort dominant die Traubeneiche, die im Gegensatz zur Stieleiche eben ungestielte Früchte hat, dafür aber langgestielte Blätter und die an diesen Trockenstandorten wächst, während die Stieleiche ja überschwemmungsresistent ist und vor allen Dingen eben in den Auenwäldern auftritt. Da haben wir sie nochmal.
Also die ist hier an diesen Trockenstandorten weit verbreitet. Ja, jetzt habe ich ja über Mitteleuropa gesprochen und Ihnen da auch ganz viele Beispiele gebracht. Wie gesagt, ein solches Thema lässt sich natürlich in der Kürze der Zeit kaum erschöpfend behandeln. Ich will aber jetzt auf einen historischen Klimawandel hinaus, der letztendlich auch dann zur Folge hatte, dass sich eben hier sehr viele Arten entwickelt haben. Also sagen wir mal auch positive Effekte von Klimawandel, mal abgesehen von den Aussterbeereignissen. Wir werden das gleich sehen. Das war also zum Höhepunkt der Würmeiszeit bei uns, 20.000 vor Christus. Da war hier entweder Gletscher oder wir hatten Tundra. Hier um Koblenz hatten wir definitiv Tundra, so weit gingen die Gletscher nicht. In Afrika gab es keine Vergletscherung, aber wir hatten ein trockenes und kühles Klima, was dazu führte, dass die Regenwälder sich eben in sogenannte Refugialgebiete, da wo die Bedingungen noch halbwegs ertragbar waren, für den Regenwald zurückgezogen haben. Und das sind nur wenige Refugialgebiete. Das sind hier, wenn wir in Westafrika anfangen, die Elfenbeinküste, dann ein Gebiet, da sollten Sie sich merken, von Kamerun mit dem Kamerunberg bis nach Gabun, dann der zentralafrikanische Graben hier, dann entsprechend westlich vom Viktoriasee, den man als großen blauen Fleck hier auf diesem Satellitenbild schön sehen kann, dann noch die Eastern Arc Mountains, Usambara, Uluguru, Sie kennen alle das Usambara-Pfeilchen als einen der Protagonisten, einen der Endemiten dieser Region. So, was passiert? Als bei uns die Buche zurückkehrte, also 5000 vor Christus, im Atlantikum, hat sich natürlich auch in Afrika das Klima verändert. Das Klima wurde wärmer und feuchter, was dazu führte, dass der Regenwald eben wieder zurückkam in einer geologisch unglaublich schnellen Zeit, wenige tausend Jahre. Und 5000 vor Christus, kann man annehmen, hatte der Regenwald seine maximale Ausdehnung. Und ich will Ihnen das jetzt mal, das heißt zwar Flora und Vegetation, aber ich will Ihnen das trotzdem, weil es sehr anschaulich ist, an einem Beispiel aus der Zoologie deutlich machen. Hier haben wir den Berggorilla oder den Gorilla, das ist in dem Fall der Berggorilla. Und ich zeige Ihnen mal die Verbreitung, dann werden Sie sehen, dass diese Refugialtheorie durchaus Hand und Fuß hat. Das ist die Verbreitung von Gorilla Gorilla. Sie sehen also hier wieder Kamerun, Gabun, dann haben wir hier Gorilla Beringii Krauerii, den östlichen Tieflandgorilla, am Ostabhang des zentralafrikanischen Grabens, wir sehen da den Tanganyika-See, und wir haben den berühmten Berggorilla, Gorilla Beringii Beringii, der endemisch ist für das Virunga-Gebirge, also das zum Teil ja in Ruanda, zum Teil im Kongo und einem kleinen Teil in Uganda liegt. Und Sie sehen also, im großen Kongo-Regenwald, der heute ja der größte Regenwald in Afrika ist, gibt es keine Gorillas. Dieser Kongo-Regenwald war vor 20.000 Jahren, das weiß man auch durch bodenkundliche und pollenanalytische Untersuchungen, Savanne oder sogar Wüste. Da war kein Wald. Und diese Abstammungsart Gorilla, der Vorfahre aller dieser drei Taxa, kam wahrscheinlich in ganz Afrika im Regenwald vor. Und durch das Zurückweichen, eben 20.000 vor Christus, haben sich hier drei verschiedene Sippen entwickelt durch die Isolation. Da ist der Gorilla Gorilla, ein Foto, das ich dem Kollegen Max Dehling verdanke, aus Gabun, der Tieflandgorilla, der viel kleiner ist und sich vor allem von Früchten ernährt. Und dann hier der Berggorilla, hier der Silberrückenmann, Gorilla Beringii Beringii, im Übrigen benannt nach dem deutschen Hauptmann von Beringe, ein Kolonialoffizier, der die Art 1903 in Ruanda entdeckt hat. Die gibt es nur in dem Virunga-Vulkan und der frisst Brennnesseln, große Blätter, also hat eine völlig andere Lebensweise als der westliche Tieflandgorilla. Und es gibt natürlich dann Arten, die es teilweise nur auf einem einzigen Berggipfel gibt, wie eine von den vielen hundert Arten, die ich entdeckt habe, das Nyungwe-Springkraut, das sich nur auf dem höchsten Gipfel des Nyungwe-Regenwaldes in Ruanda findet. Und das wir auf einer Studentenexkursion dann entdeckt und sofort als neu erkannt haben. Dann wird es auch beschrieben. Ja, nochmal dieses Schema. Also Sie sehen, bei extremer Abkühlung sinken die Höhenstufen nach unten. Damit kommen natürlich auch die Areale von bestimmten Arten in Kontakt. Und wenn es sich erwärmt, dann wird entsprechend natürlich alles aufsteigen und wir haben dann wieder teilweise Isolationsmechanismen. Also dieses ständige Oszillieren auch der Höhenstufen führt dazu, dass wir hier eben teilweise nicht nur in 2 Millionen Jahren wie im Pleistozän, in dem ja die Eiszeiten stattfanden, sondern wahrscheinlich sogar bis zum Tertiär hin, in mehreren Millionen von Jahren
dann entsprechend eine Evolution der Gebirgsflora in Afrika hatten. Hier haben wir einen riesen Kreisgrau, Dendrosinetio erici roseni, das ist endemisch an den Virunga-Vulkanen und am Rovenzori, auf ungefähr 3900 Meter fotografiert. Da sind wir so bei fast 4000 Metern, den Virunga-Vulkanen. Und auch da haben wir nicht diese Höhenstufen, nur sind die in den Tropen natürlich anders gelagert als in den Alpen beispielsweise. In den Alpen ist die Waldgrenze bei ungefähr natürlicherweise 1800 bis 1900 Meter anthropogen schon durch das Abholzen und die Almwirtschaft weiter runtergesunken. Hier haben wir die Waldgrenze in Afrika bei 3500 bis 3600 Meter. Und da haben wir jetzt die alpine Moosen-Flechtenwüste. Das ist bei 4507 Metern, relativ trocken und mit hochspezialisierten Pflanzen, vor allen Dingen Moosen und Flechten. Da gibt es Flechten, deren nächste Verwandte erst wieder in der Antarktis vorkommen. Und natürlich sind das die gefährdeten Lebensräume, denn die Berge sind jetzt nur mal 4507 Meter hoch und weiter nach oben ausweichen, um kühlere Bedingungen zu bekommen, können sie nicht. Oder am Rovenzori haben wir dann entsprechend hier Dendrosinetio erici rosenii wieder und dann am Kilimanjaro, immer wieder andere Arten, der Kilimanjaro hier, der ja auch wieder eine eigene endemische Flora entwickelt hat, verwandt mit denen der anderen afrikanischen Gebirge, aber eben wahrscheinlich schon seit Jahrmillionen isoliert. Und gleichzeitig ist der Kilimanjaro als höchster Berg Afrikas natürlich auch so ein Wahrzeichen für den Klimawandel. Die schmilzenden Gletscher des Kilimanjaro sind ja bekanntermaßen überall zu sehen und der wird immer als Beispiel dafür gebracht, wie stark der Klimawandel eben auch Afrika hier heimsucht. Und das ist das am Kilimanjaro, endemische Dendrosinetio kilimanjari. Man sieht im Übrigen sehr schön, das ist eine Art der Paramoos. Hier haben wir tagsüber Sommer und nachts Winter, wie das der Schwede Olof Hedberg so schön ausgedrückt hat. Sie sehen hier diesen Mantel aus abgestorbenen Blättern, der verhindert, dass die Pflanzen nachts, wenn es minus 10, minus 15 Grad wird, erfrieren und tagsüber haben wir dann teilweise 25 Grad. Ja, und das ist der Gipfel des Kilimanjaro. Das Bild verdanke ich dem Kollegen Thomas Wagner. Wie gesagt, hier nivale Stufe, geringe Biodiversität, aber es ist vollkommen klar, das hier ist, wenn wir nichts tun, wahrscheinlich sogar wenn wir was tun, ein Auslaufmodell. Irgendwann wird dieser Gletscher komplett geschmolzen sein. Da haben wir jetzt hier drei Beispiele für Lobelien. Hier Lobelia kenyensis ist am Mount Kenya. Die drei sind nahe verwandt. Hier ist Lobelia dekenii am Kilimanjaro. Riesenlobelien mit unseren Glockenblumen verwandt im Übrigen, die von Nektarvögeln besucht werden. Und hier Lobelia bequertii am Rovenzori. Man sieht hier, die Blüten sind blau und an den Tragblättern sieht man so kleine Löcher. Das sind die Krallenspuren der Nektarvögel, die hier morgens hochfliegen, sich vom Nektar ernähren, abends wieder runter, weil es ihnen dann zu kalt wird. Ja, ich hatte Ihnen ja versprochen, am Schluss kommt noch ein kleiner Epilog. Und ich hatte ja schon im Vortrag, am Beispiel der grünen Lungenflechte, auf die Bedeutung von niederen Pflanzen als Bioindikatoren hingewiesen. Und das sind natürlich Themen, über die könnte man stundenlang reden. Das will ich aber, keine Angst, nicht tun. Aber ich will jetzt gar nicht so weit weg, nicht zum Kilimanjaro, sondern nur in den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Den ersten Nationalpark im Bundesland Rheinland-Pfalz, der im Mai 2015 offiziell eingeweiht wurde, also dieses Jahr sein fünfjähriges Jubiläum feierte. Sie sehen hier in der Mitte unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ganz rechts steht Herr Dr. Egidi, der Leiter des Nationalparks und Sie sehen da noch meine Kollegin Dorothee Killmann und mich. Ja, und Frau Killmann hat mit Burkhard Lee, ihrem Lebensgefährten, einer meiner Mitarbeiter, eine Kartierung von entsprechenden Naturwaldreservaten im Nationalpark Hunsrück durchgeführt und bei dieser Gelegenheit an einer Stelle auf einer kleinen Halde diesen unscheinbaren Stein gefunden mit einer grauen, eher unscheinbaren Flechte. Burkhard Lee hat darauf bestanden, den mitzunehmen. Das war auch gut, denn es hat sich gezeigt, dass diese unscheinbare Flechte eine für die Wissenschaft neue Art ist, über die wir eigentlich nicht viel wissen, außer der Tatsache, dass sie eben bisher nur am Ruppelstein im Nationalpark Hunsrück-Hochwald gefunden wurde. Aber wie alle Flechten ist es sicherlich auch ein wichtiger Indikator für Klimaveränderungen. Hier sehen wir also Burkhard Lee und Dorothee Killmann,
Die Aufnahme verdanken wir Konrad Funk, der auch ein wunderbares Buch über den Nationalpark Hunsrück-Hochwald, ein Fotobuch herausgebracht hat, das sehr sehenswert ist. Ja, und das ist die Flechte, also wie gesagt, eher unscheinbar. Hier kleine Fruchtkörper mit langen, großen Sporen, die wir hier unter Buchstaben C sehen. Da oben A, das ist die Ansicht, die Gesamtansicht des Steins. Und die kleinen dunklen Punkte sind die Fruchtkörper. Und den Fruchtkörper sehen wir hier im Längsschnitt unter D. Wie gesagt, nicht auffällig, aber eine Sensation, denn eine für die Wissenschaft neue Art, und die haben wir dann Verrucaria hunsrückensis genannt, die Hunsrück-Warzenflechte, ist ja keine Alltäglichkeit, das wurde dann auch schnell bekannt. Publiziert haben wir das in der Zeitschrift Phytotaxa im Jahre 2018. Und es ist ein Endemit, genau wie die Berggorillas nur an dem Virunga-Vulkan vorkommen, kommt die Hunsrück-Warzenflechte nur an einem Berg im Nationalpark Hunsrück-Hochwald vor. Und der ist hier auf dieser Karte natürlich stark vergrößert, sonst würde man ihn nicht sehen, eingezeichnet. Sie sehen also auch ein Endemit, der hier bei uns wahrscheinlich auch in den Höhenlagen, das war auf jeden Fall deutlich über 500 Meter, dann ein Zeiger für entsprechende Klimabedingungen sein dürfte. Wie gesagt, wir wissen leider noch viel zu wenig. Und das ist dann die feierliche Vorstellung der neuen Art durch Ministerin Ulrike Höfgen, unsere Umweltministerin. Und das Ganze hat im Nationalpark Hunsrück-Hochwald, im Hunsrückhaus, im Nationalparkhaus stattgefunden. Und ja, mit diesem ja eigentlich erfreulichen Bild, das zeigt, dass auch hier noch viel zu entdecken ist, will ich meine Ausführungen über den Einfluss des Klimawandels auf Flora und Vegetation beenden und bedanke mich für Ihr Interesse. Und stehen natürlich genau wie Frau Killmann für entsprechende Fragen hier zur Verfügung. Vielen Dank. So, wir kommen wieder nach vorne. Herzlichen Dank, Herr Professor Fischer, für den Vortrag. Ich habe auch Karten mitgebracht. Ich befürchtete erst, dass gar nichts kommt, weil die so unheimlich viele Fakten aufgereiht haben, dass vielleicht der eine oder andere Zuschauer erschlagen war, aber es hat sich gewendet. Ich möchte zunächst einsteigen mit einem Bezug zum letzten Vortrag. Da hatten wir hier Frau Professor Ziegler, die über das Thema Wasser berichtet hat. Sie ist ja selbst keine Meteorologin, aber sie hat viele meteorologische Daten auch gezeigt. Und ich möchte einleiten mit folgendem Gedanken. Sie haben ja gesagt, dass Buchenwälder, also Wald, nicht Forst, naturnahe Buchenwälder, relativ stabil oder tolerant gegenüber der Erwärmung seien. Wie sieht es denn aus, wenn die Sommer, was sich ja offenbar abzeichnet, immer trockener werden und die Niederschläge dann vorwiegend im Winter fallen? Was sagt die Buche denn dazu? Ja, das kann man relativ genau sagen. Es gibt Untersuchungen dazu, dass gerade die Winterniederschläge für den Erhalt dieser Buchenwälder besonders wichtig sind. Also trockene Sommer können Buchenwälder relativ gut ertragen, aber wie gesagt, wenn es im Winter ausreichend regnet. Das Problem für die Buche sind eher trockene Winter, wie wir ihn vor 2 Jahren haben. Das hat sich tatsächlich dann auch in einzelnen Populationen gezeigt. Aber insgesamt können also Niederschläge im Winter eher förderlich für die Buche wirken und die übersteht dann auch trockene Sommer. Ja, damit wollte ich auch noch mal erinnern an die Bilder, die Herr Henke hier gezeigt hat im März von Buchen, die unten zwar grün waren, aber wo dann ab einer gewissen Astgabel dann der ganze obere Bereich trocken war und also vertrocknet ist. Ja, genauso sah es eben aus. Ja, und das lag daran, dass es eben ein Buchenforst war, der relativ offen war, schlicht und ergreifend. Daran schließt sich eine Frage an, und zwar, was meinen Sie genau damit? Sie sagten nämlich, die Wälder müssen aus der Nutzung herausgenommen werden. Was heißt das? Heißt das, dass wir wieder Urwälder entstehen lassen sollten? Und welche Flächen, über was reden wir da? Ja gut, das ist natürlich jetzt Verhandlungssache, aber im Prinzip wäre es optimal, wenn wir die Hauptmasse aller Wälder sofort aus der Nutzung nehmen würden, also die Forstwirtschaft in großen Bereichen komplett einstellen. Wir haben ja diese unsägliche Klausel auch für Naturschutzgebiete, dass ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft erlaubt ist. Entschuldigung, ich brauche jetzt nochmal einen Schluck Wasser. Aber das ist genau der Punkt. Wir müssen halt sehen, dass wir so viel wie möglich aus der Nutzung rausnehmen. Wir werden nicht alles aus der Nutzung rausnehmen können, das ist vollkommen klar. Aber es muss deutlich mehr sein als jetzt. Und man müsste zumindest für die Naturschutzgebiete und für die FFH, also die Fauna-Flora-Habitat-Richtliniengebiete, eine Nutzung komplett einstellen. Eine forstwirtschaftliche Nutzung, wohlgemerkt.
Ich erinnere auch da an einen Satz, den Herr Henke im März gesagt hat. Da sagt er nämlich, dass die bisher haben sich so die Ausgaben für zum Beispiel für Errichtung von Hütten im Wald, Kennzeichnung von Wegen, Wegebau und so, das hat immer sich mit den Einnahmen aus dem Holzverkauf gedeckt. Und das ist nicht mehr der Fall. Also er hat explizit darauf hingewiesen, dass die Schäden, die eben entstanden sind, die Beseitigung mehr Geld verschlingen, als man durch das Holz im Moment einnimmt, zumindest dann, wenn es auch kein gutes Holz ist, weil man die Bäume eben nicht dann fällt oder schlägt, wann man sie schlagen möchte, sondern weil man muss, bevor sie eben eine gewisse Dicke erreicht haben. Ja, das ist das Grundübel eigentlich, dass man eben natürlich, aber ich meine, ich verstehe die fast auf der einen Seite. Sie betrachten das als ein Wirtschaftsunternehmen. Es geht nicht um Naturschutz, es geht nicht um Walderhalt, es geht um Einnahmen. Und das ist genau der Punkt. Und ich bin der Meinung, dass wir also versuchen sollten, wir werden die Forstwirtschaft natürlich jetzt nicht komplett einstellen können, das ist klar, aber dass wir zumindest also versuchen, einen gewissen Prozentsatz als naturnahe Wälder, seien es jetzt Naturwaldreservate oder Ähnliches, zu erhalten, ohne dass forstwirtschaftlich eingegriffen wird. Und vielfach sind solche Eingriffe dann auch teilweise natürlich von nicht ausgebildetem Personal und dann wird dann irgendwie ein Baum mit wertvollen Flechten einfach abgeschlagen oder wie auch immer. Jedenfalls ist das Problem, dass wir eben Naturwaldreservate, wenn wir sie haben, extrem kleinflächig haben. Und ich habe vorhin schon gesagt, das Entscheidende für die Resilienz dieser Wälder ist auch die Flächengröße. Wenn wir so eine kleine Naturwaldzelle, ein Naturwaldreservat, wie groß waren die im Hunsrück, teilweise ja nur wenige Hektar, ja, das ist zu klein, das muss großflächiger werden. Aber da ist natürlich die Lobby der Forstwirtschaft, ich sage es mal ganz brutal, dagegen. Ich kann ja vielleicht noch Frage ergänzen. Also es gibt auch das 5%-Ziel für Deutschland, dass 5% aller Wälder aus der Nutzung herausgenommen werden. Davon sind wir noch ganz weit entfernt, aber wenn wir davon da mal hinkommen, dass 5% wirklich nicht mehr bewirtschaftet werden, das wäre schon mal ein großer Schritt. Ja. Und ich erinnere auch noch an Aussagen aus den letzten Vorträgen. Wälder leisten ja auch einen großen, also wenn sie gesund sind, nehmen CO2 auf. Sie binden CO2 aus der Luft und insbesondere auch Moore. Sie haben ja viel gezeigt über Moore. Und Frau Ziegler hatte letztens darauf hingewiesen, dass weltweit zwar nur eine geringe Fläche aus Mooren besteht, aber die Hauptsenke sind für Kohlenstoff auf der Welt. Also eine enorme Bedeutung eines biologischen Systems, was eben CO2 aus der Luft bindet. Und wenn man die Moore nicht entwässert, dann bleibt es eben auch da drin und zersetzt sich nicht mehr. Ja, in Deutschland ist es nicht ganz so, da sind die Moore einfach flächenmäßig zu klein. Wenn man zum Beispiel, wie das im Hunsrück Hochwald im Nationalpark geschehen ist, einfach Wälder komplett rodet, um dann irgendwie ein Moor zu renaturieren, was meist natürlich nicht funktioniert, dann tut man der CO2-Bilanz, weiß Gott, keinen Gefallen, sondern im Gegenteil. Durch den Wald wäre wesentlich mehr CO2 gebunden worden, als durch dieses Moor, das sowieso am Tropf hängt. Aber wenn wir uns natürlich jetzt die großen Flächen in Skandinavien, in Russland, in Nordamerika ansehen, dann stimmt das. Dann möchte ich eine oder vielleicht zwei Stufen kleiner jetzt werden, um auf die nächste Frage zu kommen, von Bäumen, nämlich jetzt auf kleinere Pflanzen und jetzt speziell Getreide. Ja, also Nutzpflanze, vielleicht für Botaniker nicht so interessant, aber immerhin dient es ja der Ernährung. Also Landwirtschaft hatten Sie ja auch erwähnt. Und die Frage lautet, wie werden denn die heimischen Getreidearten, heimisch, also die, die wir im Moment eben nutzen, wie werden diese Getreidenarten mit der Erwärmung klarkommen? Und ich möchte dazu fügen, auch dann mit der Trockenheit im Sommer, mal unter der Maßgabe, dass wir vielleicht nicht jede Fläche überhaupt bewässern können, weil wir das gar nicht uns leisten können, auch schon vom Energieaufwand her nicht. Also fangen wir mal mit dem Mais an. Der wird sicherlich nicht ganz so gut wachsen, obwohl das ja ein tropisches Getreide ist, weil es dem vielleicht im Sommer zu trocken ist. Deshalb also Maisanbau, aber die Frage, brauchen wir den überhaupt, abgesehen davon, um jetzt hier wiederum das Wild für die Jägerschaft aufzupäppeln. Aber lassen wir mal das beiseite. Wenn wir uns die Getreidearten anschauen, wo kommen die her? Die kommen aus dem östlichen Mittelmeergebiet. Die sind mit den Menschen hier eingeführt worden. Das heißt, die kommen ursprünglich aus Regionen, in denen wir also jetzt hier Winterniederschläge und auf der anderen Seite heiße, trockene Sommer haben. Also insofern sehe ich die Problematik nicht ganz so dramatisch, wie Sie das jetzt geschildert haben. Die meisten Getreide werden sicherlich hier zurechtkommen. Und man darf auch nicht vergessen, dass gerade in der Familie der Gräser auch eine ganze Reihe von Arten potenziell austrocknungstolerant ist. Also ich denke, man wird vielleicht immer mehr zu Wintergetreide übergehen, wenn wir genügend Niederschläge haben. Aber wie gesagt, die Getreidearten, Sie sagen heimisch, die sind eben mit den Menschen erst gekommen, in einer Zeit, als es relativ warm war. Als der Mensch nämlich dann aus seinen Höhlen sozusagen oder aus dem Mittelmeergebiet dann hier nach Mitteleuropa kommen konnte. Vorher war das hier einfach zu unwirtlich.
Ich höre schon, also ich kann es ja nicht wissen, aber ich vermute, es wird schon rumort, denn denken Sie an 2018, da hatten wir, ich glaube, ich habe von 2018 mir die Zahlen angeschaut vom Landwirtschaftsministerium, da hatten wir weniger Ernteertrag. Ich meine, es lag über alle Getreidesorten gemittelt etwa bei 20% weniger. Und ich erinnere mich auch, dass die Bauern geklagt haben. Und ich denke auch zu Recht, weil man eben nicht damit sowas gerechnet hat. Das heißt ja erstmal, die Getreidearten tun sich schwerer. Und jetzt aber... Ja, man muss eben natürlich dann die Getreidearten und auch Sorten selektieren, die mit dem Klima hier besser zurechtkommen. Und das ist eigentlich bei den Getreiden wahrscheinlich kein so großes Problem. Wie gesagt, mehr Wintergetreide, um eben natürlich dann die Niederschläge im Winter entsprechend hier dann zu fördern. Also die Wintergetreide, die eben dann von diesen Winterniederschlägen profitieren, und weniger Sommergetreide. Ich denke mal, dass das sicherlich eine Möglichkeit ist. Klar, dass es natürlich immer wieder mal Ausfälle gibt, aber genauso kann es auch sein, dass es irgendwann wieder ein Regenjahr gibt. Also es ist ja keineswegs sicher, dass wir jedes Jahr einen Trockensommer haben. Und dieses Jahr ist es zwar jetzt momentan trocken, aber insgesamt haben wir doch Niederschläge als beispielsweise im letzten Jahr. Also da gibt es schon eine gewisse Streuung. Also ich sehe das jetzt nicht ganz so dramatisch. Und wie gesagt, wenn man sich die Heimat der Getreide anschaut, und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, über Züchtungen auch wieder mit Wildsorten oder mit Arten aus dem östlichen Mittelmeergebiet einzukreuzen, entsprechende auch trockenheitsresistentere Sorten hier bei uns zu kultivieren. Das muss dann halt nur gemacht werden. Da würde ich gerne ergänzen, da hatte ich mir nämlich neulich Zahlen angesehen, da ging es auch um den trockenen Sommer und die Ernte 2018, da hat man wurde veröffentlicht, dass beim ökologischen Landbau, der ja auf gewisse Düngungen verzichtet, dass dort die Einbrüche nicht so stark waren wie bei diesen, ich will jetzt nicht sagen überzüchtet, ist wahrscheinlich kein richtiger Begriff, aber bei diesen hochgezüchteten speziellen Sorten, die wir bisher eben einsetzen für Getreide. Frau Killmann, ich glaube, das ist genau die Frage für Sie. Da kam nämlich noch eine Nachfrage. Wir hatten gerade das Thema 5% Wald als Ziel. Wo liegen wir denn eigentlich? Wir liegen etwas mehr als über 1% gerade. Also 1,3, 1,5%. Das heißt, allein um dieses Ziel zu erreichen, müssten wir vervierfachen. Ja. Ja, und dann wären wir gerade bei 1/20 der Gesamtfläche, was auch noch nicht wirklich viel ist. Wahrscheinlich wird man zuerst dann Wälder nehmen, die man nicht nutzen kann, so Schluchtwälder, wie Sie angesprochen haben, könnte ich mir denken, oder Auwälder, so, wo man nicht gut... Ja, man darf nicht den Fehler machen, dass man jetzt zu kleinflächig wieder denkt. Ich habe es ja schon gesagt, also man müsste jetzt wirklich auch mal großflächige Wälder aus der Nutzung nehmen, um eben auch hier von den positiven Effekten des Mikroklimas zu profitieren. Also, aber wie schon gesagt, da ist noch viel zu tun. Insofern ist also dieses 5%-Ziel, das ja offiziell gesetzt wurde, eben noch weit entfernt, und da müssen wir eben wirklich auch handeln. Entgegen allen Unrufen der Förster, ich werde wahrscheinlich irgendwo mein Bild heute Abend dann verbrannt sehen von diversen Förstern, aber das ist mir auch schlicht und ergreifend egal. Dann habe ich eine sehr schöne Detailfrage, da kann ich gleich fragen, wer kennt sich mit der Marguerite aus? Ich kenne den wissenschaftlichen Namen nicht. Und zwar Antimum vulgare, oder ja, genau. Genau, und jetzt ist also die Detailfrage, finde ich ganz nett. Mhm. Wird die Marguerite die Auswirkungen der Klimaveränderung überleben oder nicht? Ich würde mal sagen, ganz klar ja, denn die Schwerpunkte der natürlichen Verbreitung der Marguerite sind Halbtrockenrasen, also zum Beispiel am Koppelstein bei Lahnstein, also eher trockenere Standorte, die macht es gar nicht so feucht. Und die wächst dann zusammen mit den Orchideen, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Also denke ich, dass die Marguerite eine durchaus positive Prognose hat. Dann wären wir aber wieder bei dem Thema Fettwiesen, also überdüngt gegenüber den nährstoffarmen Standorten. Ich nehme an, das ist eine Pflanze, die es dann nährstoffarm bevorzugt. Ja, auf der Fettwiese mit dem Löwenzahn werden Sie keine Marguerite finden. Ja, also die Aussicht, die Marguerite wird mit der Erwärmung klarkommen, aber nicht mit der Überdüngung. Das ist dann relativ klar. Genau. Ja, und das ist... auch noch interessant, Sie betrachten das jetzt als Forscher, ich kenne es auch, man hat den wissenschaftlichen Blick und man muss ja auch lernen, sich jetzt möglichst emotional zu trennen von dem Ganzen, nicht? Um eine Objektivität zu wahren. Wie ist es denn für Sie, dann würde ich zuerst an Frau Killmann fragen, wie ist es denn für Sie in der Forschung mit all dem, was Sie sehen, was Sie beobachten, lesen und messen? Also wir sehen, die Flora wird sich verändern, wir können auch sagen anpassen. Das heißt, es gehen Pflanzen, es kommen neue. Was
Wie gehen Sie damit um? Was würden Sie jetzt persönlich, also die Frage ist eine persönliche, wie gehen Sie damit um? Ich weiß, ich hole nochmal aus. Wir hatten bei dem Vortrag, als Herr Henke hier war und über den Forst oder das Gebiet um Boppard sprach, um die Waldgebiete dort. Da ging es in der Diskussion, fand ich doch, vielen, die hier waren vor Ort, ziemlich, hat sie berührt. Ja, es ging um Emotionen um das Thema, ne? Gerade Leute, die gern rausgehen, spazieren gehen in den Wald. Das berührt schon, wenn man dann eben die Schäden sieht in dem Vortrag, was alles kaputt geht, was sich ändern, welche Bäume verschwunden und jetzt eben übertragen auf Sie als Botaniker. Wie gehen Sie damit um oder was ist Ihr Gefühl dabei? Ja, also als Wissenschaftlerin beobachte ich zunächst einmal die Umweltsituation, in der wir uns befinden, und ich versuche es zu beschreiben und einzuordnen. Als Person, als Dorothee Killmann, würde ich sagen, es tut mir leid um jeden Baum, der stirbt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir tut es auch leid um Fichten, die sterben. Ich kann es auch nicht gut sehen, durch den Wald zu gehen. Also ich war am Wochenende wieder im Siebengebirge spazieren und da sieht man auch großflächig abgestorbene Fichten oder auch Kahlschläge. Das tut mir weh. Ich kann es schlecht sehen und es geht mir wirklich nah mit den abgestorbenen Bäumen. Als Wissenschaftlerin würde ich sagen, die Fichte kommt hier natürlicherweise nicht vor. Das ist im Prinzip ein natürlicher Tod. Und es kommt ein neuer Baum, eine neue Vegetation, die die Fichte ersetzen wird. Und so gehe ich als Wissenschaftlerin damit um. Aber als Person, wie gesagt, bin ich da auch emotional dabei. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also klar, als Wissenschaftler sollte man ja versuchen, möglichst objektiv an die Sache ranzugehen. Man beschreibt, man misst, man beobachtet. Aber auch als Mensch geht mir das extrem nahe. Also vor allen Dingen, wenn es dann Arten sind, die ich selber beschrieben habe, die ich entdeckt habe und die dann teilweise komplett ausgestorben sind, weil der Lebensraum zerstört wurde. Oder wenn ich an meine Heimat denke, den Westerwald. Und wenn ich heute in die Gegenden komme, in denen ich als Kind, so im Alter von 8 bis 10, angefangen habe zu botanisieren. Die Mehrzahl der Pflanzen, die ich damals kannte, sind weg. Und das nimmt mich auch persönlich mit. Oder ein schönes Beispiel ist wieder aus der Flechtenkunde. Wir hatten einen wunderbaren alten Eichenbaum im Nitztal bei Mayen, der voll war mit grünen Lungenflechten, also mit der Lobaria pulmonaria, nicht der Art, die wir jetzt hier wiederentdeckt haben. Und der ist dann natürlicherweise durch einen Sturm umgefallen. Und ich hätte weinen können, wenn ich das gesehen habe. Also wie gesagt, mich nimmt das persönlich auch sehr mit. Nicht nur der Tod von Bäumen nimmt mich mit, sondern jede Pflanze. Das kann ich so sagen. Jede Pflanze. Ja, vielen Dank für diese auch persönliche Frage. Ich halte es auch für wichtig, bei aller Wissenschaftlichkeit, dass man auch Wissenschaft vermitteln kann. Und das ist immer mal eine Gelegenheit, wenn man mit Kollegen einfach auch mal so sprechen kann. Nicht ganz ungezwungen, weil wir natürlich jetzt hier Bild und Ton mitlaufen haben, damit wir es nicht zu dritt machen, sondern damit Sie auch zu Hause etwas davon haben. Ich guck mal gerade, wir haben keine weiteren Fragen. Dann bleibt mir zunächst zu danken, und zwar Rebecca und Markus an der Technik und der Leiter des ISO-Institutes, Herrn Görlitz, dem danke ich auch. Wir sind heute wieder im ISO-Institut gewesen, haben von hier übertragen. Ich hoffe, Bild und Ton sind hervorragend bei Ihnen zu Hause angekommen. Und es bleibt mir, den nächsten Vortrag anzukündigen, allerdings erst im August. Dann geht es um das Thema Verkehrswende und im September geht es dann um Photovoltaik, was jeder selber tun kann, um einen Beitrag zu leisten. Bis dahin verbleibe ich, wünsche Ihnen eine schöne Zeit, hoffentlich einen nicht zu trockenen Sommer, und dann verabschieden wir uns hier für heute. Vielen Dank und einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.